Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ich bin sehr leise heute, weil wir wissen nicht genau, was passiert. Wir haben hier so ein Klopfen gehört. Oh, Moment. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Ist da ein Tresor drin? Nee, ne? Schade. So ein Scheiß. Naja, wir kommen ja auch nicht durch. Das ist mir schon klar. Also, es war mir schon vorher klar. Hier ist nochmal eine Sprengfalle. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Und da hinten ist es so komisch am Klopfen. Das heißt, eigentlich sollen wir da hinten hin tauschen. Ja, es ist eher so ein Stolperdraht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Sprengfalle ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da durch sollen. Das Klopfen ist total laut bei mir. Wir können schon wieder... Doch, wir sehen die Tür halt eben sich bewegen. Ich würde gerne die Waffe nehmen. Man kann ich die... Ne, die untere kann ich nicht tauschen. Ich weiß nicht, wie ich das Ding hinbekomme. Keine Ahnung. Moment, was war hier? Ach, das Tauschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Jetzt hört das Klopfen auf. Auf jeden Fall ist da irgendwas drin. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Nee, will ich... Meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Will ich eigentlich nicht, Ellie. Will ich nicht. Oh Gott. Behalt aber die Waffe meine Hand, bitte, Joel. Ich kann ja nichts hören oder sehen. Ist das scheiße, ey. Moment, Waffe wechseln. Nimm lieber das Schrot. Ich wollte immer schon mal gucken. Okay, also das ist auf jeden Fall keins mit Aufsatz. Man kann es so nicht direkt sehen. Oder? Nee, kann man aber so doch sehen, dass da kein Aufsatz ist. Das ist alles voll. Oh Gott, ey. Ich will da nicht rein, aber ich schätze, ich muss da rein, wenn ich weiterkommen will. Oh. Wow. Ellie, warst du die Schritte gerade? Ich hab mich zu Tode erschreckt. Ja, ich auch. Sehen wir uns ruhig mal um. Rachel. Boah, Herzattack. Rachel. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Ezra. Ezra. Von Pretty Little Liars. Ist da hinten? Sie gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Okay, da sind Sachen. Sieht aus, als ob wir noch ein Messer bekommen. Nee, doch kein Messer. Und wenn da jetzt noch einer rauskommt, ne, während ich hier am Suchen bin, kriege ich hier total die Krise. Ich kriege ja jetzt schon total die Krise. Achso, das ist aber nur ein Bart. Das ist nicht so groß. So, das können wir mitnehmen. Hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, weil wir halt nicht mehr... Das Problem ist halt, ich kann nicht nach... Nee, so nicht. Ich kann nicht nachladen. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon... Ich habe jetzt 4 Schuss drin von 13, wenn ich das richtig sehe. Und ich kann nirgendwo ein Kürzel finden, wie ich das nachladen kann. Also wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, wenn ihr das wisst, wie man es nachladen kann über einen Controller, dann bitte, bitte, bitte sagt es mir. Weil, ja. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Warum wird er jetzt so langsam? Aber wir müssen noch an dieser Sprengfalle oder was das da ist vorbei, ne? Kann man das eigentlich aufschießen? Das würde mich auch mal interessieren.
zurück, zurück! Ah, da, hahaha. Okay, verstehe. Nein? Ach, Mann! Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Ne? Okay. Was mit dir? Du siehst schon sehr tot aus. Okay, pass gut auf. Noch einer. Ach, komm. Nicht jetzt. Ich hab doch gerade erst gestartet. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben aber anscheinend alles hier drinnen gemacht. Das heißt, zumindest das haben sie abgespeichert. Ja gut, bis auf den Wurf draußen, den haben sie nicht abgespeichert. Ja, was soll man sagen? 5 Minuten Ladebildschirm, erstmal weiter. Scheiße. Ja, tausch das erstmal. Ich würde lieber das werfen als alles zurück, andere. Zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. So, hier hat man, glaube ich, nichts gefunden bei dem. Ah, nee, da konnten wir gar nicht erst gucken, weil das ja... Okay, pass gut auf. Da ist auch noch einer. Okay. Hallo? So, nehme die Waffe. Ich finde das nicht gut. Ja, komm. Elli, geh mal weg da. Ich muss mal was nachgucken. Bleib in meiner Nähe. Da ist eine Tür. Da ist noch was. Ah, die kann ich natürlich wieder nicht mitnehmen. Das war so klar. Elli, komm schon, wir. Oh, oh fuck. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Kann ich das nicht abschießen? Ich darf nichts machen gerade. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei! Ja, ich hätte es jetzt weggeschossen eigentlich, aber... Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Joe! Dein Ernst? Scheiße, sie kommen. Joe! Ich hab zuerst gedacht, das wäre Ellie. Hilfe. Ja, lad genau jetzt nach, Joel. Kein Thema. Ich helfe dir gleich, Elli. Ja, lad erstmal nach. Joel hat die Ruhe weg, kein Thema. Ich bin bereit, Elli. Mach schneller, Elli. Los. Scheiße. Alles okay? Ja. Los, du schaffst es. Du musst es schaffen, Elli. Du musst. Verdammt nochmal. Oh, fuck. Oh, komm schon. Oh, ich krieg's nicht durch. Beeil dich. Nein, lad nach. Ja, lad doch ein bisschen schneller, Junge. Wieso nimmt er jetzt die andere Waffe eigentlich? Hey, komm her! Och komm, nee! Wollt ihr mich verarschen? Ja, dann mal wieder willkommen zurück. Wir sind wieder 5 Minuten später und müssen wieder alles von vorne machen, so wie es aussieht. Beeil dich! Komm näher! Oh ja, lad nach, genau. Elli, sie sind gleich da.
Wo ist Ellie? Ruhe, du blöde Scheißvieh! Hey, komm her! Boah, ja, lad doch nach! Der Joel hat schon wieder die Ruhe weg, kein Thema. Oh, Ellie, jetzt geh da hin! Mach hinne! So. Au! So geht's auch. Okay, nein, falsche Taste. Jetzt lauf! Joel, lauf! Hier kommen wir nicht rum. Lang! Ja, komm! Na los! Na, ja, lad doch genau dann nach! Boah, ey, wie blöd ist der Typ? Boah! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher! Will, sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus! Ehrlich, zurück! Zurück! Schieß den bloß nicht kaputt, ey! Okay, na los, wir sind. Oh, hier ist auch noch was. Komm da durch, oder? Lass mich doch mal da durch, Ellie! Mann, Ellie! Geh mir aus dem Weg! Oh, das kann's nicht sein, ne? Die Olle läuft immer genau dahin. Oh, ey. Mann! Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel. Kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Erlese dich mal um, vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Wir nehmen einfach alles mit, was hier rumliegt. Aber ich muss schon sagen, er hat einen wesentlich geileren Auftritt als diese, ja, lahmarschige Folge, die er in der Serie bekommen hat.
Das hier war wesentlich geiler. Auch wenn es für uns jetzt nicht so geil war, weil wir da so durchgerascht sind. Hier können wir nichts mehr... Oh, Moment, da war doch... Hat er das mitgenommen? Ja, hat er. Da war noch was zum Lesen. Können wir hier auch durch? Nee. Es wäre natürlich wesentlich intensiver gewesen, wenn wir nicht zwei, dreimal abgestürzt wären in der gleichen Folge. Okay, das ist die Karte. Eine Karte von Bills Stadt. Handschriftliche Notizen auf der Karte deuten auf Positionen von infizierten Nestern, Sicherheitszonen, Fallen, Bills Versteck und einen Konvoi hin. Okay. Schule. Redford. Boah. Also Nester sind wahrscheinlich die mit den... Nee, Moment. Da steht Falle. Doch, aber ich denke mal, das sind die mit dem Kreis und den X drin, oder? Grün wird wahrscheinlich... ja, ja. Grün ist links, ist auch safe. Nee, Moment. Rechts ist Nest. Okay. Und was ist dann der Kreis? Da bin ich jetzt überfragt. Na gut, Konvoi ist oben in der Nähe von der Schule. Nehmen wir einfach mal mit. Die Frage ist nur... Nee, tauschen wollen wir nicht. Ich habe ja immer noch nicht herausgefunden, wie ich das Ding überhaupt benutzen kann. Offenbar konnte ich es nicht machen. Beim Abwehren. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, klar. Ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett. Groß was? Vergiss es einfach. Okay. Geh mal weg, Ellie. Es reicht mir schon, dass du mir hier die ganze Zeit im Weg rumgestanden hast, als wir weglaufen mussten und du mich nicht hier durchgelassen hattest. Oha. Kapitel 4. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Ja, mehr kann man nicht mehr lesen. Von diesen blutdurchtränkten... Ah, Messer verbessert, Messerhaltbarkeit erhöht. Moment, schauen wir mal eben... wieso kommt das, wenn ich... Hä? Jetzt kommt das, ich wollte gerade sagen. So, und wo kriegen wir das dann her mit dem... Bildskarte? Anhänger? Trainingsbücher? Lesen, untersuchen. Achso, untersuchen würde ich dann reingehen. Lesen kann, okay, ja. Bringt uns aber nichts, dass man da rein kann. Erhöht die Lauschmodusentfernung. Ah, um 100%. Das wäre natürlich geil. Fertigungszeit ist ja nicht so. Heiltempo wäre natürlich ganz geil. Haben wir bisher noch nicht unbedingt so nutzen müssen. Aber man weiß es nicht. Aber Lauschmodus fände ich schon ganz cool, wenn wir den einmal zumindest erhöhen könnten. Weil das hat mir doch sehr gefehlt, ehrlich gesagt. So, Bill, dann gehen wir ein Stück zur Seite. Kommen wir hier wieder raus oder müssen wir jetzt vorne wieder rausgehen? Weil vorne waren ja die ganzen Zombies. Hast du jetzt alles fertig? Mhm. Können wir dann da durch? Ah, okay. Okay, Ellie, los, komm. Lass Ellie. Die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Ja, sie ist ein Kind, die trödeln nicht immer. Bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Mhm. Seh mich hier oben mal kurz um. Ich wollte eigentlich was einsammeln und nicht draufhauen, aber ist okay. Danke. Bitte. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Hunter hört sich so nach hier Militär an. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Okay. Ich hoffe mal, dass uns hier jetzt noch nichts passieren kann. So. So. Hier kommen wir nicht rein. Ja, es tut mir leid, Bill, aber ich muss hier wirklich mal gucken. Wag es nicht, mir schon wieder den Weg zu blockieren, Mädel. Da ist anscheinend nichts. Da ist nochmal eine Toilette. Ich schätze aber, die hatte Bill wohl auch schon länger nicht mehr benutzt, so wie die aussieht.
Hat der ins Waschbecken geschissen oder was? Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Es ist ein Job. Eine einfache Lieferung. Und was soll da liefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Geh mir mal aus dem Weg, Ellie. Warte doch nicht erst darauf, bis ich mich bewege, sondern geh mir direkt schon mal aus dem Weg. Oh, was war das? Es sah geil aus. Ich weiß nicht, was es war. Ah, was ist denn mit dem? Wenn ich den jetzt tausche, bekomme ich keine... Schade. Dann bekomme ich kein Rezept dafür. Schade, schade. Ja, geh schon, Bill. Komm, wir können nicht ewig auf dich warten. Da sind lauter Infizierte, hört sich allerdings nicht so gut an. Ja, und da sind schon die ersten Infizierten. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja, klar. Beschäftigt. Okay, die haben wir gehört. Hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Ja, und man hört das Blut noch. Dann mal los. Ja, danke schön. Willst du nicht lieber vorgehen? Ich weiß ja nicht, wohin oder wo die Gegner herkommen. Ich glaube, der hat es nicht geschafft. Warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Oh, okay. Dahin ist doch einer. Sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Mist! Macht euch bereit! Wozu? Wieso schießt er die nicht an, wenn er direkt vor ihm steht? Geh weg, Ellie! Wo müssen wir hin? Sackgasse, nicht gut. Wir müssen die echt alle erledigen vorher, oder was? Wo ist denn der Idiot jetzt? Wieso schießt der nicht? Okay, einen erledigt er, sehr schön. Ich bleib mal einfach ein bisschen in Bewegung. Vielleicht erledigt er die anderen auch. Bei uns geht doch keine Ausdauer runter, oder? Wo ist Bill? Bill, schieß doch einfach mal. Ich habe nicht so viel Munition. Kann er mal stehen bleiben? Ja, natürlich.
Oh, ich dachte gerade, da steht ein Neuer neben mir. Okay. Bill, was machst du hier für eine Scheiße? Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Das sind Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Was hat er denn mit dem angestellt? Und weiter geht's. Ja, nix weiter geht's. Ich habe gemerkt, dass die hin und wieder wohl Munition mit sich mitführen. Muss ja erstmal gucken, weil ich habe ja jetzt quasi nichts mehr. So. Was heißt... Achso, da hat er aufgeschlossen jetzt. Und ich habe noch gesagt, da hinten läuft einer rum. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schön die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Jetzt soll ich vorgehen, oder was? Bill, du weißt doch, wo es lang geht. Geht's noch? Hält dir das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Der war gut. Und Bill vertraue ich nicht mehr. Ich höre euch erst mal. Lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Hier ist nichts in der Ecke, oder? Nee, da ist nichts. Ja, der macht doch mal auf. Oder muss ich das jetzt auch noch machen hier? Muss ich alles alleine machen? Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden... der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Ja, eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, aber wenn er mir noch sein Spielzeug zeigen will, ich hoffe, es ist nicht das, was ich jetzt denke, weil er hat ja gerade schon offenbart, dass er schwul ist. Und ich bin ja nun mal ein Mann hier drin. Nein, was ist denn dein Spielzeug? Zeig mir das noch und dann möchte ich gerne einen kleinen Cut machen. Aber er will nicht. Er steht einfach nur das da rum. Ist eine Nadelgrube. Eine Goldgrube. Eine Goldgrube. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Ich bin gut, nicht wahr? Mehr Waffenverbesserung? Okay. Das ist schön. Aber ich kann es nur weglegen. Achso, so weglegen. Okay. Drücke zum Anzeigen. Ich will aber nicht das angezeigt kriegen. Ich will... Dann nehmen wir erstmal die anderen Sachen hier mit. So, ich will angezeigt kriegen, wovon die gerade gesprochen haben. Aber...
Schwanken der Waffe. Ah, das ist damit gemeint. Werkzeugstufe 1. Ach so, ja, aber da kann man nichts anzeigen lassen von den Verbesserungen her. Sondern es geht nur darum, dass man quasi das Werkzeug anzeigen lassen kann. Das ist natürlich Blödsinn. Oh ja, hier ist nochmal eine Werkbank, aber da kann man doch nichts groß aktuell mitmachen, oder? Ah, wir haben jetzt einen so ein Teil. Nachladetempo. Hier würde ich gerne das Nachladetempo erhöhen. Weil das halt sehr große Probleme macht, ehrlich gesagt. Ich guck mal eben bei den Verbesserungen. Also, die Waffe schneller nachladen. Mehr Kapazität. Gut, das sind halt zwei Schuss mehr, ne? Das ist das Problem. Das erfordert aber alles eins. Und das ist gerade mein großes Problem. Und bei dem hier ermöglicht dir die Waffe schneller nachzuladen. Plus 25%. Ach so, das erfordert aber nicht hier das andere. Ja, dann nehmen wir das auf jeden Fall. Das ist doch geil. Sehr schön. Für nächste Stufe, aber das wären auch nur noch 5%, muss man sagen. Wollen die dann auch wieder das Ding haben? Ermöglicht dir die Waffe schneller abzufeuern. Das ist natürlich so eine Sache. Hm. Ich würde sagen, wir gucken nochmal. Wir könnten auch nochmal hier gucken, fällt mir gerade ein. Panzerbrecher, Rückstoß, Ziehtempo, Reichweite. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, Ziehtempo bringt uns nicht allzu viel. Zielfernrohr, das wäre natürlich geil. Wir untersuchen das mal eben. Achso, da sehen wir gar nichts bei. Was wären damit Verbesserungen? Nachladegeschwindigkeit, Panzerbrechen, Schaden. Schaden können wir gar nicht machen. Plus 20% Vergrößerung. Das wäre natürlich schon geil. Ist nur die Frage, ob man das dann auch noch so als Notfallding einsetzen kann. Das erfordert nämlich eins. Aber wäre natürlich geil, wenn wir wirklich von oben mal irgendwas abschießen müssten oder so. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich das jetzt mache, aber ich mache das jetzt einfach mal. So. Keine Ahnung, wo der das Zielfernrohr jetzt auf einmal her hat, aber Hauptsache, er hat eins drauf. Okay, sekundäres Half. Im Moment, wieso ist das gar nicht weggegangen gerade? Ich habe da immer noch eins. Dann gucken wir nochmal bei der Pistole. Ich bin jetzt verwirrt, aber egal. Nachladegeschwindigkeit, dann nehmen wir am besten nochmal mit zwei Magazinen mehr. Das wäre, glaube ich, für uns jetzt das Beste. So. Jetzt brauchen wir zwei dafür, aber ich habe immer noch eins oben drin. Wieso habe ich jetzt immer noch eins? Aber ich habe nur noch 8 von den Dingern. Ach, oder weil ich da diese Zange für brauche. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Sehr geil. Das heißt, dass die gar nicht weggeht sozusagen. Das ist nicht schlecht. Und das andere wäre dann Stufe 2. Ah. Drücke beim Zielen A, um dein Zielfernrohr zu benutzen. Gucken wir mal eben. Wo ist A? A ist hier. A kann ich nicht drücken gerade. Oh, ich hoffe, ich denke da noch dran. Na gut, ich höre ja schon wieder irgendwas. Nicht gut. Ah, ja. Aber wir haben es voll. Wir können noch nichts mitnehmen. Aber wir haben wieder ein Band. Das ist sehr geil, sehr geil. Unten haben wir noch was. Munition. Noch ein Band. Oh. Joel, ich liebe dich. Also nicht auf diese Art und Weise. Aber ich liebe dein Waffenlager. So, das ist nur die Werkbank. Wollt ihr mir das zeigen? Könnte sein. Nagelbomben explodieren automatisch, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Okay. Also die wirft man wie eine Bombe, denke ich mal. Wie so eine Granate oder so. Rezept Nagelbombe freigeschaltet. Ja, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt.
Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Und wir haben ja schon gehört, dass in einem von dem Truck ein Safe drin ist. Was auch immer uns das bringt, aber die Kombination zu dem haben wir... Joel? Hast du dich gerade in Luft aufgelöst? Okay, Joel ist weg. Der hat uns schon mal alleine gelassen. Ach, da hinten steht er jetzt. Warum läuft er denn hier so in der Gegend herum? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir nichts mehr zum Einsammeln, so wie es aussieht. Ich wollte nochmal hier gucken. Genau, da sollte ich ja nochmal draufklicken. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen Sprengstoff und Klinge. Also Klinge ist ein Scherer. Aber Sprengstoff müssten wir dann finden. Ich pass auf. Genau, ich pass auf. Und damit wir ihm jetzt nicht hinterherrennen müssen, würde ich sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Hoffentlich ausnahmsweise mal, ohne dass wir zwei, dreimal rausgeworfen werden in der Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.